Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal und jetzt ist es endlich soweit. Heute gibt es das lang ersehnte Stromvideo, das habe ich ja schon in mehreren vorherigen Videos quasi angekündigt und heute ist es soweit. Heute zeige ich euch die Stromversorgung für meinen Camper. Und ihr seht schon, hier steht sie schon, das ist ein Suaoki G500, das ist ein sogenannter Solarstromgenerator und das ist die einzigste Stromquelle, die ich im Auto habe und die ich nutze. Ich möchte euch gar nicht mit großen technischen Daten langweilen, aber ein paar kleine Sachen muss man dann doch noch wissen. Also der Suaoki G500, wie der Name schon sagt, hat 500 Kilowattstunden und 45.900 Milliampere-Stunden. Das war es auch schon, was ich euch sagen wollte an technischen Daten. Ich mache heute eher ein Benutzervideo und erzähle euch ein bisschen darüber, was ich für Erfahrungen damit habe. Also, hier habe ich meine Stromquelle, hier vorne sieht man schon, hier vorne geht er an und aus, einfach lang drauf drücken, dann ist er an und ist er aus und hier habe ich dann nochmal zwei Knöpfe und hier kann ich jetzt quasi die verschiedenen Anschlüsse steuern und zwar habe ich hier einmal ein Feld mit einem 12 Volt Anschluss, dann habe ich hier ein USB-C, also ein USB-3 Anschluss und zwei USB-2 Anschlüsse. Die, wenn ich hier oben auf DC Out drücke, sind somit aktiv und hier dieses Feld ist jetzt aktiv. Das ist eigentlich auch das Feld, das man am meisten braucht. Alles, was man eigentlich hat, so wie zum Beispiel, ja, hier habe ich schon mal was vorbereitet, so eine Box und ein Handy und eine Lampe. Das werden wir auch gleich alles noch anschließen und werden dann gucken. Das zweite Feld ist hier an der Seite. Hier an der Seite habe ich ganz normale haushaltsübliche Steckdosen, 220 Volt, aber nur bis maximal 300 Watt. Die kann ich auch hier rüber anschließen. Ganz wichtig hierbei ist, der Solarstromgenerator, wenn ihr euch auch einen besorgt, es gibt ja mehrere verschiedene, die Sinuskurve sollte sehr, sehr rein sein. Also Sinuskurve ist diese gezackte Linie, die macht eine saubere Sinuskurve. Eine saubere Sinuskurve bedeutet, dass ich auch sehr sensible Geräte anstecken kann, wie zum Beispiel ein Handy oder ein Laptop. Genau, hier oben ist dann die Ladefunktion. Hier haben wir einmal einen Adapter, wo man ihn ins Auto anstecken kann über einen ganz normalen, hier so über einen Zigarettenanzünder über 12 Volt. Und hier sieht man schon, hier steckt jetzt das Solarpanel an. Das Solarpanel ist hier rechts, steht vor dem Auto noch in der Sonne, damit ich auch mal ein bisschen was zeigen kann. Und hier sieht man jetzt, über das Solarpanel habe ich jetzt einmal hier oben mein Input, das Solarpanel liefert momentan 97 Watt. Dann habe ich unten drunter in der mittleren Sparte DC ist jetzt on. Wenn ich ihn jetzt wieder ausmache, dann steht da off. Lassen wir aber gleich an. Das wäre das rechte Feld, wo ich euch vorhin gezeigt habe mit den USB. Und ganz unten AC on sind die Steckdosen links. Und jetzt werden wir gleich mal was anstecken. Also wir sehen jetzt 97 Watt gehen jetzt rein. Jetzt stecken wir jetzt zum Beispiel mal über USB-C, stecken wir jetzt mal mein Handy an und dann sehen wir, zieht ein Handy jetzt ungefähr in der Schnellladefunktion 10 Watt, 11 Watt, 12 Watt. Dann nehme ich noch hier die Lampe dazu und dann bin ich bei ungefähr 20 Watt. Hier habe ich noch meine Box, die stecke ich jetzt nicht an, die zieht eh so gut wie gar nichts. Und hier für das rechte Feld, für die ganz normalen Steckdosen, habe ich jetzt leider nichts zum Anstecken da. Halt! Ah. Wir können mein Notebook nehmen, ich bin jetzt auch Apple-Spacko. Ah ja, das schön. Das Apfelerlebnis, ah, da freue ich mich. Ja, tu mal her, oh. Den Pönöpel. Oh, du bist so geil aus einem Guss. Oh, oh geil, lass oh. Anfassen. Oh geil, oh. Oh Apple, oh geil. Oh, darf ja. Ich Strom? Darf oh, ja, kann ich Strom? Ja, mach bitte, sehr gerne. Ich habe einen transportablen Solargenerator dabei. Sie dürfen sehr gerne Strom anstecken. Vielen Dank für deinen Gratis-Strom. Das ist schön. Sehr nett. Stimmt, er ist gratis. Ja, er kommt ja aus der Sonne. Ja.
Dann gucken wir mal. Schau mal her. Und jetzt hat hier so ein Notebook, zieht so ungefähr um die 25 bis 30 Watt. Und jetzt sieht man hier schon, jetzt sind wir schon relativ gut dabei. Also wir haben jetzt hier 100 Watt Input, dann hat über die zwei USB gehen 15 raus und hier über die ganz normalen Steckdose 30 Watt zieht das Notebook. Also wie man sieht, man kommt relativ gut hin, also man kriegt weitaus mehr rein, als man rausnehmen kann, sobald das Solarpanel läuft. Wenn man jetzt natürlich hier kein Solarpanel hat und man fährt zum Beispiel, könnte man natürlich auch über den 12 Volt Zigarettenanzünder könnte man auch laden und so ist man eigentlich immer im Ladevorgang und wenn dieser Ladevorgang nicht abbricht, ja, dann kriegt man das Ding eigentlich nie leer. Okay, jetzt haben wir hier vorne schon mal alles geklärt, also Ausgänge, Eingänge, alles in Ordnung, aber eins, was natürlich auch die meisten interessiert, ist ja die Kühlbox und dazu gehen wir jetzt dann kurz mal nach vorne. Also das lassen wir mal alles hier, das schlüre ich jetzt nicht alles mit. Und wir haben ja einen transportablen Solargenerator und deswegen gehen wir hier einfach mal um die Ecke. Und hier sehen wir schon, hier steht jetzt das Solarpanel, also 200 Watt. Wir sind natürlich jetzt in der Abendsonne und da kriegen wir jetzt keine 200 Watt raus. Aus diesen ganzen Solarpaneln kriegt man ja eh nicht immer diese Wattzahl raus, die draufsteht. Also wenn ich aus dem 200 Watt Solarpanel ungefähr 180 Watt rauskriege, dann ist es schon ein richtig gutes Panel, dann habe ich nur 10% Verlust. Hier, das ist ein bisschen günstigeres von Dokio, aber das tut halt auch einfach seine Arbeit. Fertig. Ja, und wenn es seine Arbeit tut, ist okay. Und wie gesagt, maximal 150 Watt gehen rein und bei richtig schöner Mittagssonne erreiche ich mit dem Panel die 150 Watt, die der Suaoki maximal aufnehmen kann und von daher tut das Panel locker. Faltpanel liegt, Klammer zusammenklappen, hat ein super kleines Packmaß und kann man dann irgendwo im Camper verstauen. Ich habe meinen Suaoki immer gerne direkt griffbereit und wenn ich den Camper aufreiße, möchte ich auch immer gleich alles anstecken können. Ich habe hier unten eine Einsparung ausgeschnitten am Bettkasten und da mache ich jetzt mal den Bettkasten hoch. So wird der dann installiert, also mein Bettkasten hoch. Jeder, der mein Ausbauvideo natürlich noch nicht geguckt hat und es auch sehen möchte, wie das funktioniert mit dem Bettkastenvideo, werde ich euch dann unten verlinken. Und hier unten soll jetzt der Suaoki rein und das ist ganz einfach. Ich stecke hier kurz ab. Zack, zack. Dann nehme ich das Ding, stelle es hier unten rein und so habe ich quasi frontal, habe ich jetzt hier, stecke mal Solarpanel wieder ein, Zugang zu allem. Ja? Direkt dahinter steht meine Kühlbox und das ist ja das, worum es den meisten eigentlich geht. Also man soll ja die Kühlbox ist ja ein Must-Have eigentlich, wenn man länger weg ist als ein, zwei Tage. Wenn ich ein, zwei Tage weg bin, dann schmeiße ich in die Kühlbox einfach, hier nehme ich gleich raus, gibt es dann hinterher. Kühlbox, wenn ich die nur ein, zwei Tage benutze, dann schmeiße ich da einfach Kühlakkus rein und stecke die gar nicht an. Ja? Aber wenn wir so wie wir jetzt ein paar Tage, eine Woche ein bisschen drüber weg sind, dann habe ich hier vorne meinen Stecker von der Kühlbox und den stecke ich jetzt einfach hier ran. Und dann habe ich jetzt übers Panel, gehen mir jetzt 70 Watt rein und die Kühlbox nimmt 40 Watt. Ist eine Passivkühlbox, da gibt es wahrscheinlich noch mal ein extra Video zu. Passivkühlbox sind ja unglaublich stromsparend. Das heißt, diese 40 Watt, wo es jetzt rauszieht, das ist ja nicht dauerhaft. Ja? Das ist so lang, bis es auf Temperatur gekühlt hat. Also ich habe jetzt momentan 4 Grad eingestellt, weil sonst gefriert der Käse. Ja? und schöne Grüße ans Elli-Tier, wir lieben dich alle, Schwesterlein. Und genau, und sobald diese 4 Grad erreicht sind, schaltet die ab. Also ich kann sagen, ja, ohne jegliches Aufladen schafft der Suaoki 2 Tage die Kühlbox. Ich habe jetzt natürlich eine Kühlbox, die zieht schon viel Watt. Also die zieht bis zu
50, 60 Watt, die Dometic Kühlbox. Und ja, momentan zieht sie 40 und reingehen immer noch knapp 100. Also da fehlt sich gar nichts. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir dann auch langsam mal wieder nach hinten an die Bar. Mein Bier nehme ich gleich mit. Und dann werde ich noch mal ein Resümee und eventuell eine Kaufempfehlung geben. Aber das werdet ihr gleich sehen. Erst gehen wir nach hinten. Ach ja, und übrigens, ich habe sogar einen Staubsauger. Der ist noch nicht ganz geladen. Den stecke ich auch gleich noch an. Fertig. Und zum Abschluss erzähle ich jetzt noch mal kurz was über den Preis. Preis, diese Solargeneratoren sind nicht ganz so günstig. Hier habe ich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach. Hier liegen wir mal bei einem Preis von 480 Euro. Diese Solargeneratoren ist quasi die Stromversorgung der Zukunft 2.0. Diese Dinger werden immer besser und ich komme damit völlig klar. Egal, ob ich hier Lampe, Handy, MacBook, Apple Book, ja, lade, völlig wurscht, Kühlbox betreiben, schafft der alles, solange man ja alle 2-3 Tage mal wirklich ein paar Stunden Sonne hat. Muss nicht zwingend Sonne sein, also es kann auch bedeckt sein. Das Einzige, wo das Solarpanel wirklich überhaupt keinen Strom in den Suaoki abgibt, ist, wenn es im Schatten steht. Jetzt vorne ist es im Schatten, deswegen ist es auch nicht mehr angesteckt, bringt nichts mehr. Ja, aber er ist ja sowieso jetzt voll und genau, also Preis 480 Euro. Ich habe ihn damals über Amazon gekauft, kriegt man auch überall anders her. Bei Amazon ist er sehr oft ausverkauft. Also da muss man sich wirklich, muss man immer mal wieder gucken und wenn der gerade wieder verfügbar ist, muss man ihn bestellen, weil halt momentan auch einfach die Nachfrage so groß ist. Absolute Kaufempfehlung, keine Frage. Suaoki G500, der Patch hat den Yeti. Das gibt es auch noch mal ein Video dazu, das ist ein bisschen größeres Teil. Schon gut, wenn man den größten hat, ne? Und das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und konnte euch für so einen Solargenerator begeistern. Das ist eine gute Alternative für den Festeinbau von Batterien mit Relais und Strom und Kabel und bla. Und das ist immer so das Problem, auch wenn man das selber einbaut, kann es natürlich auch sein, dass man ein bisschen Ärger mit dem TÜV kriegt und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich kenne mich gut aus mit Holz. Holz ist mein Freund, Strom eher nicht so. Da kenne ich mich nicht so gut aus und daher war das eigentlich für mich die optimale Lösung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir werden jetzt noch schön was kochen. Auf euch, auf die Camping Cowboys. Bis zum nächsten Mal. Warte, nochmal. Was habe ich jetzt? Das Outro ist das Allerschwierigste am Video. Es ist so zum Reiern. Ohne Scheiß.